Sie sind hier 28. Oktober 2018, 15.03 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Hansa Rostock hat sich von einer Fanaktion klar distanziert. Urheberrecht Getty Images. Fans von Hansa Rostock sorgen gegen Fortuna Köln für eine Geschmacklosigkeit, verhöhnen mit einem Spruchband einen verstorbenen Polizisten. Der Verein reagiert. Die Verantwortlichen des Drittligisten Hansa Rostock haben auf ein Spruchband eigener Fans reagiert, das diese im Heimspiel gegen Fortuna Köln ausgerollt hatten. Auf dem Banner stand der Spruch „Kennzeichnungspflicht für Silvio Bamberg“. Bei Bamberg handelt es sich um einen ehemaligen Polizisten, der bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt war. Nach Bildinformationen kam der 43-Jährige aus Rostock und war als Angehöriger der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit BFE lange im Umfeld von Hansa tätig. Der Verein bezeichnete die Aktion als geschmacklos und entschuldigte sich in aller Form bei den Angehörigen. twitter.com/hansa-rostock-status/1056300456621118123. Wir sind fassungslos und schockiert über dieses Transparent, das an Niveaulosigkeit kaum noch zu überbieten ist, nahm Hansas Vorstandschef Robert Marin in einer Pressemitteilung Stellung zu dem Zwischenfall und kündigte weitere Maßnahmen an. Dieser Vorfall muss und wird aufgearbeitet und auch auf der anstehenden Mitgliederversammlung, dem höchsten Gremium unseres Vereins, thematisiert, versicherte Marin. Hintergrund zum Banner: In der Fanszene gibt es schon länger Diskussionen, ob sich Polizisten im Stadion und im Stadionumfeld kennzeichnen müssen. Einige Fans fordern diese Kennzeichnung, um Polizisten bei Beschwerden individuell identifizieren zu können. Die Kennzeichnungspflicht ist Ländersache, seit Jahresbeginn gilt sie auch in Mecklenburg-Vorpommern. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Mehr.